Ist echt nett, dass du das machst. Diese Clowns haben mir einen ziemlichen Schrecken eingejagt. Kein Problem. Molly und ich kümmern uns später um diese Witzfiguren. Du arbeitest auch für Mr. Salieri, oder? Er ist wirklich nett und immer gut aufgelegt. Ja, ich arbeite manchmal für ihn. Aber normalerweise gibt's da nichts zu lachen. Und was machst du sonst so? Meistens fahre ich den Don durch die Gegend. Ab und zu überrascht er mich aber. Zum Beispiel, als er wollte, dass ich bei dem Rennen mitfahre. Ja, das habe ich gesehen. Du fährst echt gut. Ah, ich hatte einfach Glück. Warum so bescheiden? Den Typen hast du so richtig gezeigt. Ich war mal Taxifahrer. Und zum Rennfahrer bin ich erst am Abend vor dem Rennen geworden. Na, siehst du? Du hast echt Talent. Vielleicht hast du recht. Jedenfalls war es kein Spaß. Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Schau mal an, was für ein süßes Paar. Ach, da sind sie. Was ist denn das? Gestern noch allein, heute schon mit deinem Freund unterwegs. Jungs, es wäre vielleicht besser, wenn ihr einfach abhaut und hier keinen Ärger macht. Wenn ihr einen Ärger macht, dann du, Schaumschläger. An eurer Stelle würde ich die Fliege machen. Man kann nie wissen, was passiert. Das haben wir gleich, Romeo. Den Falschen erwischt. Hilf uns! Lass mich wohl wütend machen. Kommt her! Kommt her, ich hab ihn! Kommt her, ich hab ihn! Hilfe, wir werden ich werd richtig böse! Schönes Kleid, Süße. Was hast du denn da drunter? Hä? Ich mit bloßen Händen. Hilfe! Ruf die Polizei! Hilfe! Warum ich werd richtig böse! Wo ist der Typ? Warum hilft uns denn nicht? Ist hier! Du willst mich wohl wütend machen. Zum letzten Mal. Gott, ja, ich hab ihn. Zum letzten Mal. Du willst mich wohl wütend machen. Was tust du zum letzten Mal? Willst du mich wütend? Warum hilfst du mir? Du hast den Falschen erwischt. Ey, was tust du zum letzten Mal? Ich werd richtig böse. Komm her, ich hab ihn. Polizei, Hilfe! Ich werd richtig böse. Ey, was tust du zum letzten Mal? Alle mal her! Ich werd richtig böse! Hast du den Falschen erwischt? Willst du mich wütend machen? Die Polizei, Hilfe! Das macht uns alle kalt! Nein, ich will noch nicht sterben! Ich werd richtig böse! Nein, ich will nicht sterben! Nein, ich will noch nicht sterben! Ach, vielen Dank! Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich getan hätte. Nichts zu danken, Sarah. Jederzeit. Oh, ich hatte echt Angst, Tom. Ist alles in Ordnung? Wir sind fast da. Dann schaue ich's mir an. Ich wohne gleich neben Papa. Meine Mutter vermisst sonst kurz nach meiner Geburt. Arbeitest du auch mit Molly? Der ist echt witzig. Ja, er ist echt witzig. Ich finde, er hätte Schauspieler werden sollen.
Manchmal benimmt er sich komisch. Das macht mir echt Angst. Ich verstehe nicht, wie man so launisch sein kann. Er muss im Leben viel durchgemacht haben. Ja, er hat schon einiges erlebt. Er ist auf der Straße aufgewachsen. Das hat ihn sehr geprägt. Vielleicht ist er deshalb Fremden gegenüber so komisch. Er ist Don Salieri sehr dankbar. Wer weiß, was passiert wäre, wenn er ihn nicht aufgenommen hätte. Ja, Mr. Salieri hat Papa sehr geholfen. Für mich ist er fast wie ein Großvater. Ja, Don Salieri ist ein guter Kerl. Da wären wir. Komm doch rein. So, das hier ist mein Königreich. Gehen wir doch erstmal rein. Ich sehe mir die Wunden mal an. Das ist wirklich ein Königreich. Krempeln Sie Ihre Ärmel hoch, Sir. Hilfe ist nah. Okay, schauen wir mal. Sieht nicht allzu schlimm aus. Ja, das stimmt. Die sahen viel übler aus als ich. Einen Moment, ich werde es reinigen. Schon fertig, hat nicht einmal wehgetan. Vielen Dank. Ich glaube, ich sollte dankbar sein. Wie wär's mit einem Drink, Tom? Nun, ich könnte einen Whisky vertragen, wenn Sie einen haben. Na klar. Der Abend verspricht, interessant zu werden. Ein Drink für den Helden. Wie wär's mit einem kleinen Tanz? Wie bitte? Naja, ich möchte tanzen. Musik. Ich habe ein Grammophon. Ja, ich mag Musik. Sind Salieris Männer immer so harte Jungs? Naja, manchmal versuchen wir auch nett zu Leuten zu sein. Ein paar von euch vielleicht. Aber nur wenige. Und bist du einer von Salieris harten Jungs? Nur manchmal. Naja, ich glaube, du bist ein guter, böser Mann. Oh, manchmal bin ich sogar ein sehr böser, guter Mann. Sarah war ein Engel. Ich hatte jede Menge Mädchen gehabt, aber dieses Mal war es anders. Ganz anders. Mir war klar, dass wenn ich den Rest meines Lebens mit jemandem verbringen würde, sie dieser jemand sein würde.